mit einem Zitat der mittelalterlichen Mystikerin Hildegard von Bingen beginnen. Hildegard schreibt, das Licht, das ich schaue, ist nicht an den Raum gebunden. Es ist viel, viel lichter als eine Wolke, die die Sonne in sich trägt. Weder Höhe, noch Länge, noch Breite vermag ich an ihm zu erkennen. Es wird mir als der Schatten des lebendigen Lichtes beschrieben. Und wie Sonne, Mond und Sterne in Wassern sich spiegeln, so leuchten mir Schriften, Reden, Kräfte und gewisse Werke der Menschen in ihm auf. Alles, was ich in der Schau sehe und lerne, das behalte ich lange Zeit in meinem Gedächtnis. Ich sehe, höre und weiß gleichzeitig. Und wie in einem Augenblick erlerne ich das, was ich weiß. Die Worte in dieser Schau klingen nicht wie aus Menschenmund, sondern sie sind wie eine blitzende Flamme und wie eine im reinen Äther sich bewegende Wolke. Die Gestalt dieses Lichtes vermag ich aber nicht zu erkennen, wie ich ja auch die Sonnenscheibe nicht ungehindert anschauen kann. In diesem Licht sehe ich zuweilen, aber nicht oft, ein anderes Licht, das mir das lebendige Licht genannt wird. Solange ich es schaue, wird alle Traurigkeit und alle Angst von mir genommen, sodass ich mich wie ein einfaches, junges Mädchen fühle und nicht wie eine alte Frau. Hildegard wurde immerhin fast 80 Jahre alt. Bei der Schilderung dieses Lichtes sind jetzt mehrere Merkmale auffällig, die ich jetzt so sukzessive etwas auseinandernehmen möchte oder vorstellen möchte. Es wird zum einen klar von jedem sinnlich wahrnehmbaren Licht unterschieden. Und es handelt sich auch nicht nur um eine Metapher, wie sie seit der Aufklärung für plötzliche Einsichten verwendet wird. Es ist erfahrbar, aber eben nicht an Raum und Zeit gebunden und damit im Sinne von Kant überempirisch oder intelligibel. Die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung, mit Kant formuliert, sind somit das Überschreiten von Raum und Zeit als den Formen innerer und äußerer Anschauungen, die wir benötigen, um die empirische Welt zu erkennen und uns selbst als ein in der Zeit dauerndes, empirisch-biografisches Licht anschauen zu können. Erst mit Kant, und daran muss ausdrücklich erinnert werden, wurde der Bereich der Erfahrung, auf dessen Raum und Zeit vorhanden, beschränkt und damit Gott, genauso wie das intelligible Ich, und in Kant noch redet, zu einem bloßen Postulat. Für Kant, wie gesagt, war das immerhin noch denknotwendig. Ich muss es denken, um sozusagen in den Grenzen des empirisch Anschauenden überhaupt zu Erkenntnissen kommen zu können. Aber diesen rahmensprengende Erfahrungen wurden zur Geisterseherei degradiert. Im 20. Jahrhundert, oder vielleicht auch schon teilweise im 19., aber wir haben ja von Fichte schon gehört, von Schelling, und so weiter, die das noch präsent hatten. Im 20. sage ich jetzt mal, ging dann auch noch die Differenzierung zwischen einem empirischen und intelligiblen Ich verloren, die Kant, wie gesagt, noch vertraut war. Erst damit wurde das biografisch, und das heißt eben auch zeitlich bedingte Ich, zur einzigen Grundlage personaler Identität, dessen Auflösung entweder als bedrohlich oder als undenkbar gesehen wird. Eine der wenigen Ausnahmen ist der Psychologe und Religionsphilosoph William James, der am Beginn des 20. Jahrhunderts mit Nachdruck eine Erweiterung des naturwissenschaftlich und lebensweltlich verengten Erfahrungsbegriffs einfordert. Ich nenne jetzt, wie gesagt, beide Aspekte. James war an der also positivistisch orientierten Psychologie geschult und hatte ein Unbehagen, aber auch die starke Betonung der Lebenswelt, wie sie dann durch Husserl und Heidegger vor allen Dingen auch in der Philosophie sich sehr stark durchgesetzt hat, reichen nicht. James hat argumentiert, dass es regelrecht unwissenschaftlich sei, bestimmte Typen von Erfahrungen, die gut dokumentiert sind, einfach auszugrenzen, nur weil sie im Rahmen der uns vertrauten Schemata nicht erklärbar sind. Das nochmal zu der Debatte um Erkenntnistheorie und wissenschaftliche Standards. Grundlage eines erweiterten Erfahrungsbegriffs ist auch ein erweitertes Menschenbild, eine vertiefte Anthropologie. Denn nicht nur das Zusammenspiel von Sinnen, Verstand und Vernunft, wie Kant glaubte, sondern auch noch der Geist im strengen Sinne des Wortes
eben das intelligible Ich oder tiefere Selbst, bestimmen das Spektrum menschlicher Erfahrungen und damit zugleich das, wodurch Wirklichkeit erfasst werden kann. In diesem Sinne schrieb Hildegard: Ich schaue das Licht mit dem inneren Auge meines Geistes und ich vernahm es mit inneren Ohren. Das Unvergängliche, das wahre und lebendige Licht ist also für das äußere Auge unsichtbar und offenbart sich eben nur diesem inneren Auge, dem Auge des Geistes. Kurz und bündig formuliert, ändern sich die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung, dann ändert sich auch das, was als Wirklichkeit erscheint und damit das, was erkennbar ist und vielleicht auch, wie es erkennbar ist. Geht man davon aus, dass eine gewisse Entsprechung zumindest zwischen dem Erkennenden und dem Erkannten auch innerhalb der Schemata von Raum und Zeit überlebensnotwendig ist, dann könnte es auch eine gewisse Korrespondenz zwischen dem geistigen Erkenntnisvermögen und den geistigen Dimensionen der Wirklichkeit geben. Und dann ist diese Form der Erkenntnis eben nicht nur etwas, was sich in unserem Kopf vollzieht, ich sage jetzt bewusst nicht nur Gehirn, sondern im Kopf, oder auch von mir ist auch nur in der Subjektivität vollzieht, sondern es hat durchaus eben eine gewisse Entsprechung zu anderen Dimensionen der Wirklichkeit. Sie wäre, so hatte schon Platon im Sonnengleichnis gelehrt, gegründet in der einen Quelle allen Seins. Nennen wir sie jetzt Gottheit, der Einfachheit halber. Egal, ob wir jetzt von Gott, Brahman oder Nirvana reden, das sind wiederum andere, würde zu weit führen, das zu differenzieren. Und ob wir 40 Dimensionen haben oder 100, es bleibt die Frage, ob all diese Dimensionen des Universums letztlich trotzdem einen schöpferischen Ursprung haben. Und dieser wäre dann die ontologische, seinsmäßige Grundlage des Universums und damit sowohl des Erkennenden wie des Erkannten. Und würde eine gewisse Strukturähnlichkeit, eine Angepasstheit aneinander in allen Dimensionen der Wirklichkeit vom Materiellen bis zum Geistigen ermöglichen. Aber analysieren wir das Zitat von der Hildegard von Bingen noch etwas weiter. Das Licht tönt. Die Identität von Licht und Ton im schöpferischen Gotteswort findet sich wiederum nicht nur in christlichen Quellen. In ihm, also in dem tönenden Licht, vernimmt Hildegard das Wissen, dass ihr instantan, ohne zeitliches Nacheinander, mithin nicht durch diskursives Analysieren auf überbegriffliche Weise zukommt. Kennzeichen dieser Form der Erkenntnis ist damit die Aufhebung der klassischen Trennung von Subjekt und Objekt, wie sie seit Descartes die Erkenntnistheorie bestimmt und wie sie auch noch der modernen Quantentheorie, da werde ich gleich dazu kommen, in gewisser Weise zugrunde liegt. Das Licht ist nämlich nicht etwas dem Erkennenden Gegenüberstehendes, so wie ich jetzt die Lichter da oben an der Decke anschaue. Sie ist nicht Mittel der Erkenntnis, sondern Medium. Durch die Teilhabe an ihm, durch die Partizipation, kommt dem Erkennenden sein Wissen zu. Das ist ein Gedanke, den hat Jahrhunderte später Walter Benjamin vor dem Hintergrund der jüdischen Sprachmystik entfaltet. Die göttliche Sprache, so hat Benjamin geschrieben, verdankt ihre schöpferische Dynamik gerade der unteilbaren Einheit von benennendem Wort und erkennendem Namen. Und nur wenn der Mensch eins mit dem göttlichen Wort ist, wie es nach der Bibel, im Bild gesprochen jetzt, im paradiesischen Urzustand war, dann kann der Mensch diese Dinge auch unmittelbar erkennen. Im göttlichen Licht und Wort ist somit der Gegensatz von Subjekt und Objekt, von Erkennendem und Erkanntem aufgehoben. Und damit, wie gesagt, eben auch die für die neuzeitliche Erkenntnistheorie prägende Gegenüberstellung. Denn Gott, so hatte schon Nikolaus von Kues im 15. Jahrhundert argumentiert, ist supraoppositar. Jenseits der Gegensätze und damit auch nicht innerhalb der Gesetze unserer Logik zu erkennen und zu definieren. Und das ist in gewisser Weise auch logisch, wenn man jetzt wieder so von der Logik her argumentiert, denn wenn Gott oder das Göttliche, wie auch immer die Gottheit, der Grund unseres Seins ist, dann kann er nicht zum Gegenstand der Erkenntnis werden, also nicht zu etwas, was mir buchstäblich gegenübersteht. Denn ich stehe ja sozusagen drauf oder besser gesagt drin.
Das heißt, sozusagen das, worin ich mich selbst als Erkennender befinde, kann ich mir nicht vollständig gegenüberstellen. Und zum anderen ist diese schöpferische Kraft als Manifestation von Bewusstheit und Lebendigkeit, zumindest im jüdisch-christlichen Bereich, aber in gewisser Weise auch, denke ich, im buddhistisch-hinduistischen Bereich, die höchste Form eben von Bewusstheit oder traditionell gesprochen Subjektivität. Und Subjektivität, egal in welcher Lebensform, lässt sich gerade nicht objektivieren. Auch das sozusagen hat wiederum der Physiker Erwin Schrödinger auch sehr schön zum Ausdruck gebracht, indem er gesagt hat, ganz lapidar, also ich kann beim Licht die Wellenlängen analysieren, aber nicht die Qualität der Farbe Gelb. Die ist etwas, die ich subjektiv wahrnehme. Es ist das heute moderne Qualia-Problem, sozusagen, dass das, was sozusagen von den, was sozusagen die Subjektivität fordert, kann gerade nicht eben vollständig objektiviert werden. Ähnlich wie bei Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten, berichtet auch Hildegard, dass sich das Gehörte, Gesehene, Erlebte besonders klar einprägt und insofern eben nicht nur irgendein Traum ist, dass sie keine Trauer und Angst empfindet, keine physische Erdenschwere und ihr Alter sozusagen sich relativiert, dass sie sich voller Klarheit und Energie fühlt, also eine Steigerung des ganzen Lebensgefühls, nicht nur des Bewusstseins, sich vollzieht. Dabei unterscheidet Hildegard zwei Ebenen des intelligiblen Lichtes. In dem Licht sieht sie ein anderes Licht, das ihr jetzt als das lebendige Licht bezeichnet wird. Man könnte diese Passage so deuten, dass ihr keine unmittelbare Gotteserkenntnis möglich ist, sondern nur eine erste Form der Transzendenzerfahrung. Das unauslöschbare Licht, das unteilbar ist, wie Hildegard schreibt, das also nicht zunimmt oder abnimmt und das durch nichts verdunkelt werden kann, ist für Hildegard Gott selbst. Es ist, Zitat, das Prinzip aller Ordnungen, das Licht allen Lichts, das leuchtet, das leuchtend west aus sich selber. Dieses intelligible Licht wird nicht mehr von einer anderen Quelle entzündet, nur dadurch kann es das erleuchten, was nicht in sich selbst gründet, was also nicht aus sich selbst heraus sich lebendig machen kann. In dem Sinne wieder ein Zitat, Gott ist lebendiges Licht, von ihm aus leuchten alle Lichter, weshalb auch durch ihn der Mensch ein lebensspendendes Licht bleibt. Dass in diesem Licht wiederum eine Gestalt erscheint, die im christlichen Kontext als Christus gedeutet wird, findet sich ebenfalls nicht nur bei Hildegard, sondern exemplarisch wiederum auch bei der französischen Mystikerin Simone Weil im 20. Jahrhundert. Der Gottessohn erscheint als eins mit dem göttlichen Urlicht, als der ersten Entäußerung von Gott als Ursprung von allem. Dadurch vermittelt er weniger als historische Gestalt, sondern vielmehr im Sinne des kosmischen Christus zwischen der transzendenten Gottheit und dem menschlichen Geist, in dem, wie es wiederum in der Bibel heißt, die Gottheit erkannt werden soll. Also nicht durch den, sondern in dem. Entscheidend für die Identifizierung des intelligiblen Lichtes mit der ersten Manifestation der Gottheit ist auch seine Charakterisierung als unteilbar, schattenlos und lebendig. Nur indem es unteilbar ist, ist es das schlechthin Absolute, das jenseits aller Gegensätze und Dualität steht. Und nur durch seine eigene Unteilbarkeit kann es anderem seine innere Einheit verleihen. Auch die Rede von der Schattenlosigkeit drückt aus, dass es jenseits des Gegensatzes von Licht und Finsternis steht. Dass es schließlich als lebendig bezeichnet wird, entspricht der Vorstellung, dass Leben nicht nur biologisches und psychosoziales Leben ist oder intellektuelles, sondern eben auch, dass der Geist im strengen Sinne des Wortes es ist, der allem seine ihm innewohnende Lebendigkeit verleiht. Zur Struktur religiöser Erfahrung gehört also, dass sich nicht nur der sogenannte, ich sage es jetzt bewusst so, Gegenstand der Erfahrung, die Gottheit, sondern auch das erfahrende Individuum in seiner Geistigkeit, mithin seiner Subjektivität, anders als es im Rahmen der naturwissenschaftlichen Methode, nicht objektivieren, und das heißt methodisch einfach ausblenden lässt. Kommunikation, egal in welcher Form,
das Verstehen von Sinn, ethische Werte, auch die Erfahrung von Schuld und Reue, wie sie mit dem Lebensrückblick oft verbunden sind, aber auch von Vertrauen, Geborgenheit, Liebe oder auch Seligkeit, gibt es nur für jemanden, der sie in ihrer Qualität wahrnimmt und für den sie eine Bedeutung haben. Das ist schon etwas, was Thomas Nagel für die Alltagserfahrung festgestellt hat und darin schon die Grenzen des Naturalismus eigentlich markiert hat, dass er gesagt hat, wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Wie fühlt es sich an, diese Qualität sozusagen lebendig zu sein? Wir können physiologische Prozesse feststellen, aber nicht diese Qualität des Lebendigseins. Trotzdem oder darüber hinaus bleibt meiner Meinung nach die Transzendenzerfahrung aus zwei Gründen nicht auf ein rein inneres Erleben beschränkt. Ein Punkt wurde vorhin schon angesprochen in der Diskussion, denn es handelt sich um eine existenziell spirituelle Transformation der ganzen Persönlichkeit. Das heißt, es vollzieht sich eine grundlegende Veränderung der Lebensorientierung, die dann auch das Verhalten im Alltag bestimmt. Und diese Veränderung vollzieht sich offensichtlich, so hat auch schon James beobachtet und auch Karl Jaspers, plötzlich. Das heißt, nicht durch mühsame Übungen oder irgendwelche Formen der Askese oder Gewohnheitsbildung, sondern so wie, so hat es James beschrieben, wie wenn sozusagen das gesamte psychische System plötzlich einen neuen Mittelpunkt gewinnt. Deshalb schildern viele sozusagen die Rückkehr in die Alltagswelt so, wie es demjenigen in Platons Höhlengleichnis gegangen ist, der wieder in die Höhle zurückkehren muss, nachdem er erst einmal die Idee des Guten und die Ideen alles Seinen geschaut hatte. Er findet sich nämlich nicht mehr zurecht und wird von den anderen ausgelacht, die noch immer um die Schattenbilder wetteifern und Wesentliches und Unwesentliches nicht voneinander unterscheiden können. Dass sich eine schlagartige Verlagerung des Lebensmittelpunktes vollziehen kann, beschreibt, wie gesagt, nicht nur James, sondern auch der Philosoph und Psychologe Karl Jaspers, und zwar in dem Fall als charakteristisch für Grenzerfahrungen. Dabei weist er auf ein Merkmal hin, das sich bei Nahtoderfahrungen in besonderem Maße findet, das völlige Herausgelöstwerden aus allen tragenden innerweltlichen Strukturen. Erst wenn, so argumentiert Jaspers, die weltgestaltenden Entwürfe zerbrechen, wenn sie durch Krankheit, Unfall, Unrecht oder irgendeine Art von Leid oder im Extremfall den Tod, aber wie gesagt, Jaspers thematisiert nicht Nahtoderfahrungen, also scheitern, dann wird man aus seinen Bezügen zur Umwelt herausgerissen und in schmerzhafter Weise auf sich zurückgeworfen. Das heißt, in Grenzsituationen, der Bergsteiger sozusagen, der abstürzt, wird das gewohnte Planen, Berechnen, die Suche nach Strategien der Problembewältigung und die Orientierung an eingespielten sozialen Regeln unmöglich. Grenzerfahrungen, so schreibt Jaspers, erscheinen wie eine undurchdringliche Wand, durch die man nicht erkennen kann, wie und ob es überhaupt weitergeht. Und dadurch erfährt man in gewisser Weise in radikaler Form seine eigene Endlichkeit. Doch gerade das bewusste Durchleben der eigenen Ohnmacht und Nichtigkeit kann in sein Gegenteil umschlagen. Denn erst durch den Zusammenbruch, der nur auf eigenen Vorstellungen und sozialen Funktionen und sozialer Anerkennung beruhenden Identität, entsteht der Freiraum für ein davon unabhängiges Bewusstsein von sich. Die Erfahrung, dass man auch losgelöst von Macht, Erfolg und sozialer Anerkennung existiert, kann dann zu einer sprunghaften Erfahrung der Verlagerung des Lebensmittelpunktes führen. Jaspers spricht von einer Neugeburt. Es ist also ganz selten, dass Philosophen die Geburtsmetapher verwenden. Jaspers hat sie hier sozusagen verwendet. Er sagt, ich sage ich selbst in einem neuen Sinne, ich werde mir meiner selbst als durch mich geboren bewusst. Dabei ist ein entscheidendes Merkmal, wir haben vorhin schon über den Begriff der Transzendenz nachgedacht, dass offensichtlich sich eine Öffnung zu anderem vollzieht. Dass also der Mensch herausgelöst wird eben aus der Identifikation mit alltäglichen Besorgungen,
Ja, Heidegger hat von Sorge gesprochen, die uns gefangen hält. Dass wir, so hat Alfred Döblin es charakterisiert, aus der Banalität des Alltags herausgelöst werden. Mit Augustinus gesprochen, ist eine Bedingung der Möglichkeit transzendente Erfahrung, dass der Mensch aufhört, ein Homo curvatus in se ipso zu sein, also ein Mensch, der immer nur um sich selbst kreist, der nur an seine eigenen Sorgen und Wünsche denkt und sich damit eben nicht mehr zu anderem hin überschreitet. Merkmal oder Voraussetzung von Transzendenzerfahrung ist es daher, dass diese Öffnung, auf welchem Weg auch immer, sich vollzieht. Während in Grenz- und Nahtoderfahrungen der Einblick in eine transzendente Dimension der Wirklichkeit die Menschen plötzlich und in der Regel ohne Vorbereitung trifft, haben sich mystisch ausgerichtete Menschen überall in den großen Religionen um die Öffnung zur Transzendenz durch gezielte Übungen, durch Meditationen, eine Art der Askese, die eigentlich auch ursprünglich Übung hieß, bemüht. Dadurch sollte eine Sammlung der Aufmerksamkeit, ein Einsgerichtetsein des Geistes bewirkt werden und eine an ethischen Prinzipien orientierte Transformation der Person sowie eine Loslösung von Fesseln der Leidenschaft. Ich denke, in alle ernsthaften Übungen, das wäre auch noch gegen den Herrn Waas vorhin zu sagen, setzen irgendwie das Bemühen um eine grundlegende Ethik voraus. Mitgefühl, Liebe, Barmherzigkeit, wie auch immer. Es handelt sich dabei um einen Prozess der Transformation in der Zeit, der den Boden für die Erfahrung der Transzendenz bildet, die nach christlichem Verständnis unverfügbar ist, da es sich um eine Begegnung zwischen Mensch und Gott handelt. Doch auch die Erfahrung der Transzendenz ist nicht auf die Erfahrung des intelligiblen Lichtes beschränkt. Die Auseinandersetzung mit sich, mit den eigenen Schattenseiten, kann, jedenfalls nach mittelalterlicher Vorstellung war das selbstverständlich, auch im Jenseits weitergehen. Exemplarisch hat Dante das Motiv der Jenseitsreise dichterisch verarbeitet. Es findet sich aber bereits in den vorchristlichen Einweihungsmysterien, so zum Beispiel bei Amor und Psyche von dem römischen Dichter Apuleius. Da ist der Gedanke, die Seele muss sich läutern, sie muss sich mit den eigenen Abgründen auseinandersetzen, bevor sie zum göttlichen Sein aufsteigen kann. Vielleicht könnte diesem Motiv dieser Lebensrückblick in den Nahtoderfahrungen entsprechen, den einige erleben, manchmal auch erschreckend erleben, und der oft eine Bewertung der eigenen Taten enthält und mit dem Bewusstsein einhergeht, wie sich die Taten für andere angefühlt haben. Das könnte auch erklären, warum diese Erfahrung für manche erschreckend ist. Auch ohne das Bild ewiger Verdammnis kann man nachvollziehen, dass das Bewusstsein um die eigenen Verfehlungen höllisch schmerzen kann. Der Einbezug von Subjektivität und Individualität des Erlebenden, die meiner Meinung nach konstitutiv, also grundlegend ist, für sozusagen jedwede Form von religiöser Erfahrung und in dem Fall sowohl von mystischer wie auch anderen Formen von Nahtod- und Grenzerfahrung, mithin das Durchbrechen der Entgegensetzung von Subjekt und Objekt, beinhaltet freilich auch, dass diese Erfahrung selbst nicht im strengen Sinne reproduzierbar und damit eben auch nicht naturwissenschaftlich objektivierbar sind. Durch den methodischen Ausschluss, vielleicht lasse ich das jetzt, das heißt, die religiöse Erfahrung kann nicht ohne die Subjektivität des Betroffenen zustande kommen, sodass es die Aufgabe der Wissenschaft nur sein kann, gemeinsame Strukturmerkmale oder eben physiologische Voraussetzungen sichtbar zu machen. Dabei ist es einer der großen Erkenntnistheoretiker des 20. Jahrhunderts, der Philosoph Ernst Cassirer, der ausdrücklich die Vielfalt menschlicher Erfahrungsformen wieder eingefordert hat, um auch Kultur erklären zu können. Ich zitiere Cassirer: Die Einschränkung der subjektiven Qualitäten ist kennzeichnend für den Gang der Wissenschaft. Die Wissenschaft begrenzt deren Objektivität, aber sie kann ihre Wirklichkeit nicht abschaffen, denn jedes Merkmal unserer Erfahrung und unseres Erlebens hat Anspruch auf Wirklichkeit. Jede von ihnen erweist sich jetzt als ein eigentümliches Organ des Weltverständnisses.
dass neben der theoretisch-wissenschaftlichen Erkenntnis und ihr gegenüber seine besondere Aufgabe und sein besonderes Recht besitzt. Ich würde Sie nochmal auf dieses Wort Organ des Weltverständnisses hinweisen, so wie unsere Sinnesorgane die Wirklichkeit irgendwie wahrnehmen, aber eben auf eigentümliche Weise transformiert, die Augen anders als die Ohren, der Tast sind wiederum anders als der Geschmack, so sozusagen jetzt analog auch andere Formen der Erkenntnis, die in gewisser Weise das, was uns entgegentritt, spezifischer in spezifischer Verarbeitung erkennen. Durch den methodischen Ausschluss aller auf das Subjekt, auf das erlebende Subjekt bezogenen Formen der Erfahrung kann deshalb auch die moderne Physik Grenz- und Nahtoderfahrung nicht adäquat erklären. Aber vielleicht dennoch modifizierte und besser geeignete Schemata liefern als die klassische Physik. So zum Beispiel bei der Debatte um die Möglichkeit der Aufhebung der Lokalisierung des Körpers in der Raumzeit, die Korrelation entfernter Ereignisse und auch eben die Frage, was denn nun eigentlich Materie ist. Und das ist eine Frage, die sich den Physikern seit den 20er Jahren schon stellt, denn Materie kann nicht mehr einfach als in Raum und Zeit lokalisierbare Körperwelt verstanden werden. Aus Strahlung entstehen Partikel und Partikel lösen sich wieder in Strahlung auf. Und die Frage ist sozusagen, wenn nicht materielle Strukturen dauerhaft sind, was ist es dann, was irgendwie Dauer im Materiellen ermöglicht? Wieso entstehen immer wieder strukturgleiche Partikel? Und welchen ontologischen Status haben diese Formen oder Regeln, die das bewirken? Deshalb haben Physiker wie Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker oder auch Alfred North Whitehead einer platonisierenden Interpretation der Wirklichkeit zugeneigt. Das heißt, einer Umkehr der Perspektive, nämlich, dass sich immaterielle Strukturen in den materiellen ausprägen, die wir dann empirisch erkennen können. Und damit würde sich auch wieder die Möglichkeit eröffnen, auch von dieser Seite her, prägende, formverleihende, in diesem Sinne geistige Prozesse auch schon im Bereich des Materiellen mit hineinzunehmen. Und wenn man dann noch die methodischen Grenzen der Physik akzeptiert, dann kommt man gewiss nicht zu einem naturalistischen Reduktionismus, sondern kann mit Werner von Heisenberg sagen, denn die ganz großen Zusammenhänge werden in ihren Grundstrukturen, in den so sich manifestierenden Ideen sichtbar, und diese Ideen können, da sie von der dahinterliegenden Gesamtordnung Kunde geben, vielleicht auch von anderen Bereichen der menschlichen Psyche als nur von der Ratio aufgenommen werden. Von Bereichen, die eben selbst wieder in unmittelbarer Beziehung zu jener Gesamtordnung und damit auch zur Welt der Werte stehen. Das heißt, Heisenberg hatte keine Probleme damit, ein komplexeres Menschenbild anzunehmen, wo wir verschiedene Quellen der Erkenntnis, also nicht nur den Verstand, die Ratio benutzen. Zwei letzte Gedanken. Wenn zum einen die sinnlich wahrnehmbare Gestalt der Materie auf immateriellen Strukturprinzipien beruht und wenn zum anderen die naturwissenschaftliche Methode in Verbindung mit Sinnen und Verstand nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit erkennen kann, dann ist auch ein wesentliches Element, dass Nahtoderfahrungen und zumindest einige Formen mystischer Erfahrung miteinander teilen, nicht so irrational, wie es im Licht eines materialistischen und naturwissenschaftlich verengten Paradigmas erscheint. Im Gegenteil. Erinnert sei zum einen an dieser Stelle an die nach wie vor heiß diskutierte Aussage Platons, dass der Körper ein Kerker der Seele sei und das Ziel des menschlichen Lebens darin bestehe, sich seiner zu entledigen, da nur dann wieder eine klare, von Leidenschaften ungetrübte Erkenntnis möglich sei. Auch Paulus, Plotin und noch im 20. Jahrhundert Simone Weil schildern außerkörperliche Erfahrungen, die mit einer Intensivierung der Bewusstheit einhergehen. So schreibt zum Beispiel Simone Weil: Ich hatte bohrende Kopfschmerzen, jeder Ton tat mir weh wie ein Schlag. Und er erlaubte mir eine äußerste Anstrengung der Aufmerksamkeit, aus diesem elenden Fleisch herauszutreten, es in seinen Winkel hingekauert allein zu lassen und in der unerhörten Schönheit der Gesänge und Worte
eine reine und vollkommene Freude zu finden. Moderne Theorien greifen in ihren Versuchen die Nichtlokalität und Korrelation des geistigen und des empirischen Ich zu erklären, teilweise auf quantentheoretische Modelle zurück, die zweifellos, wie gesagt, ein weit besseres Schema für die Interpretation bieten als die klassische Mechanik. Man kann diesen Sachverhalt aber auch unter Einbezug der subjektiven Dimension des Geistes in religionsphilosophischen Begriffen ausdrücken. Das, was in der mystischen oder Grenzerfahrung als Geistiger, den physischen Körper übersteigender Personenkern erlebt wird, ist immer zugleich mit dem empirischen Ich gegenwärtig. Denn wenn der Geist zeitlos ist, dann kann er immanent in der Zeit gegenwärtig sein. Das heißt, der individuelle und auch der universale Geist können dann immer schon eben im Körper immanent sein und damit in der raumzeitlich lokalisierbaren Existenzform, ohne dass wir uns normalerweise im Alltag dessen bewusst werden. Gleichzeitig ist er damit aber auch in gewisser Weise transzendent, eingebettet in eben einen grenzenlos universalen Geist, der die Vereinzelung des endlichen Geistes überschreitet. Da beides jedoch im Alltagsleben dem Menschen nicht bewusst ist, lautete der unser lineares Zeitgefühl irritierende und damit auch paradox anmutende Appell von Meister Eckhart: Werde, der du bist. Um dieses zugleich von Immanenz und Transzendenz zu verstehen, eignet sich jedoch das in der modernen Nahtoddebatte oft gebrauchte Bild vom Gehirn als eine Art Empfängerstation meiner Meinung nach nur begrenzt. Auch wenn klar ist, was gemeint ist und dass es sich gegen einen Reduktionismus auf materielle Strukturen wendet, bleibt es doch in gewisser Weise dem Dualismus von Geist und Materie verhaftet, wie er der klassischen Physik zugrunde liegt. Denn eine Durchdringung des Körpers in seiner Lokalisierbarkeit durch immaterielle Prinzipien und mithin das Verständnis des Körpers auch als beseeltem Leib wird auf diese Weise genau nicht gedacht. Und das ist auch das Verführerische, wir haben die ganze Zeit von Leib-Seele geredet, aber eigentlich können wir im Deutschen wunderbar differenzieren zwischen Körper, das, was physiologisch, naturwissenschaftlich erkennbar ist, und dem auch von innen her erlebten Leib. Ein letzter kurzer Gedanke: Wie bei Hildegard so erleben auch diejenigen, die eine nahtodliche Transzendenzerfahrung machen, dass sie in den Körper zurückkehren und damit in dieser Welt noch eine Aufgabe haben. Der Einblick in transzendente Dimensionen dient also nicht primär der vollständigen Erlösung von der Welt, sondern offensichtlich einer Haltung, die man mit Paulus gesprochen so beschreiben kann: in der Welt zu sein, aber nicht mehr von der Welt. Ich danke Ihnen.